Spieler, der glaube ich nicht spielt, aber vermutlich nicht in dieser Linie ist. Andere Informationen hätte ich nicht bekommen bis jetzt. Ja, das Spiel hat begonnen. Flohball kann jetzt in Ballbesitz. Derby-Stimmung. Ja. Also wenn man sicher das leichtere Programm. Sicher das leichtere Programm. Ja. Auf dem Papier deutlich das leichtere Programm. Also für die Tigers sicher heute Abend enorm wichtiger Match, für den heute Abend zu gewinnen. Wenn sie wirklich Playoff haben. Ja, jetzt mit der sättigen Feldpass natürlich Ehrungsong und Schuss von Spieler Nummer 7 zu gewinnen. Wenn sie wirklich Playoff haben. Ja, jetzt mit der sättigen und Schuss. Wenn sie grundsätzlich Verteidiger machen, ist ihr Job hinten nicht schlecht, das Tigers, das kann man sicher sagen. Aber beim Auslösen, was ich eben fehle, auch hier wieder, sicher unnötig, machen sie ihr Job hinten nicht schlecht, das Tigers, das kann ich eben fehle. Jetzt wird die Initiative sein, für Gas geben, wie ein Ball. Kropf, der vorher leer war, den Ball gut annehmen. Übrigens, wegen der Zeiss Kernig und Derby, Da haben wir, glaube ich, schon ein bisschen mehr Freiraum. Ja, definitiv. Und uns wird sicher ein bisschen mehr verzeiht als, als die bezahlt werden für den Job. Und da kommt das Goal! Schöner Rückpass, Querrückpass von Samuel. Und da kommt das Goal! Er hat ja jetzt in den letzten Spielen hat er sicher aufsteigende Tendenz gehabt. Ich denke, er kommt schon noch zu seinen Chancen. Der wird im letzten Drittel Vollgas geben. Ja, der mag ja noch. Also, der mag ja schon so gut. Der immer, ja. Und er ist sicher gut. Und da hier kommt das Goal! Ganz schön für Janik Klauser. Vom im letzten Drittel Vollgas geben. Ja, der mag ja noch. Also, der mag ja schon so gut. Immer. Und da hier kommt das Goal! Aber was du weißt, heute wirst du einfach nicht mehr, gell? Das ist ja. Das mal mit irgendeiner so eine goldige Idee für so ein Spiel. Ja, Luda. Luda, Tigers nicht parat, Nino. Mal mit irgendeiner so eine. Ja, Luda. So gut alles hinter sich kann. Ja. Er ist ein super Spiel. Schon mal ein Nazi gewesen? Ja. Gut. Aber er ist noch nie Globes oder. Martin? Nein, ich glaube, er ist noch nie in der WM gewesen. So viel. Ja. Weißt du, was verreckt ist an solchen Goal? Die sind so unerwartet, die sind so blöd, die regen die so auf. Ja. Und da hier kommt der Weitertreffer von die sind so unerwartet, die sind so blöd, die regen. Ja. Mosima auf Johann Samuelsson. Weitschussversuch von Mosima. Steiner, der da irgendwie versucht, etwas zu machen. Konter und Maurer, Melty, Maurer, Ball. Steiner, der da irgendwie versucht, etwas zu machen. Maurer, das Goal schiessen. Die können sich auf die Defensive konzentrieren. Müssen so nicht rasch ausspielen, das machen sie im Moment sehr, sehr geschickt. Sie behalten den Ball in den eigenen Ball und jetzt gibt es einen Konterversuch. Konterchance, Zug, Maurer, Ball. Behalten den Ball in den eigenen Ball und jetzt gibt es Konterchance, schon längere Zeit getroffen. Ledergerber, wenn ich es richtig sehe, Segitaler schon wieder im Goal und schon wieder raus. Unser altbekannter Nazi-Goal, ich würde jetzt sagen, sind doch kein Waffenläufer und hier noch das Goal vom Steiner. Jetzt kommt unser altbekannter Nazi-Goal. Und hier noch Maurer parat, Segitaler aber auch wieder drin. Maurer immer noch am Ball, versucht wieder zu spielen auf deine Welti. Und der Maurer parat, Segitaler aber auch wieder drin. Wieder zu spielen auf deine Welti.